Special Reinforcements. Der hier? Sonst noch jemand? Ah, das ärgert mich, dass wir den Panzer verloren haben. Das ist wieder total unnötig. Was haben wir hier? Okay, es ist ein Ein-Sterne. Ein Ein-Sterne Ace Fighter. Ich glaube, wir haben schon ein paar von denen. Kommst du... Okay, du kommst an den daran. Ah, besser als gar nichts. Er ist echt in der ersten Runde schon eine Einheit verloren. Das ist... Frustrierend. Das Ding muss weg. So, aber erstmal müssen wir die Fighter ausschalten. So, dann... Fangen wir mal an. Gut. Eine weniger. Ach, der heißt schon Ace 3. Okay, dann bist du Ace 4. Ja, mach mal. Du hast auch nicht mehr so viel. Hast 4 Stärke bereits verloren. Ich weiß nicht. Den Panzer haben sie super aggressiv angegriffen. Na komm, mach das Ding weg. Aber zumindest müsste es das erste Mal mit der Luftwaffe gewesen sein von ihm. Sind natürlich alle im Artilleriemodus. Das macht es auch nicht besser. Der hat natürlich 2 Range. Das ist auch, ich weiß nicht, ein bisschen witzlos. Man sieht... Jetzt sieht man die Range, aber man sieht die... Man müsste eigentlich die anderen Modi auch sehen, was die können. Weil ich... Man kann ja nicht wissen, was ist. Die Anti-Tank-Gun, die kann, hat 3 Range, aber die Anti-Air-Gun hat nicht 3 Range. Verstehe, wer will. Na gut. Zumindest hat sich das Ding jetzt exponiert. Und sollte damit eigentlich weggemacht werden können. Ah, der hat zu viel. Du kommst nicht ran. Ah, das ist ärgerlich. Bomben geht jetzt so natürlich auch nicht. Eine minus 4. Er kriegt schon mit der Zeit wieder XP. Dauert ein bisschen, aber ist in Ordnung. 22% Chance. Okay, komm. Was soll's. Leben halt beide noch, aber sind sehr stark geschwächt. Ist das ein Anti-Tank-Gun? Ja, ist auch wieder. Das heißt, er kann auch wieder in den Artilleriemodus gehen. Ach, 6, 1, 3. Der kommt halt wahrscheinlich an das Ding daran. Plus der ebenfalls. Ich könnte den hier hinpacken. Dann haben wir hier zumindest ein bisschen Zone of Control, aber... Er steht jetzt halt auf offener Fläche und kann damit auch wieder angegriffen werden. Das ist eine Lose-Lose-Situation irgendwie, so ein bisschen. Okay. Du könntest auf den Hügel gehen. Und dann... Okay, die Artillerie würde angreifen.
Sollte aber höchstens einen suppressen. Er sollte nicht zurück angreifen. Ja, es lief wieder gar nicht. Ich weiß nicht, wie wir den Typen wegkriegen. Die Artillerie ist hier komplett nutzlos. Wir müssen... Mit Panzer kommen wir nicht vorn, nach vorne. Okay, greif mal den an. Minus 2. Boah. Schuss aus der Hölle. Okay, die sind... weg. Gut, jetzt kannst du dahin. Der dürfte eigentlich nicht zurück angreifen können. Einer würde suppressed werden. Okay, der ist weg. Schon mal sehr gut. Problem ist, wir können den immer noch nicht angreifen. Aber wir können unsere Flugzeuge zurückziehen. Du brauchst definitiv Artillerieunterstützung. Wie schaut's hier aus? Gar nicht so schlecht. Stört mich die Anti-Air-Gun? Können wir immer noch mit Artillerie beschießen? Sollte es notwendig werden? Okay, hier hat er nichts gemacht, wenn ich das richtig sehe. 19% hat er da. Der hat 14. Na gut, ich meine, die kosten jetzt nicht so viel. Die Replacements für die. Da hatten wir Glück. Aber eigentlich müsste der hier weg. 18. Problem ist, der kommt halt wieder in Range. Aber zumindest sind wir vor Flugangriffen sicher. Okay, soweit so gut. Dann... bomben wir mal den. Eventuell greifen wir den mit Gustav dann an. Den haben wir ja auch noch. Du musst auf jeden Fall erstmal. Oder wir machen das. Geht natürlich auch. Die sind einigermaßen suppressed. Sehr schön. Ha. Okay, ich komme an den komme ich nicht ran, aber ich würde an diese Artillerie rankommen. Ich denke, du bist hier sowieso relativ nutzlos. Also warum nicht? Unsuppressed Strength 15. Weil die Initiative so schlecht ist. Ha. Okay. Dann... ja, wir müssen hier die... komm, mach den mal weg. Zumindest suppressed. Das sollte eigentlich ja ausreichen, oder? Okay, der ist weg. Der ist jetzt halt ein bisschen offen, aber... ich glaube, da können wir jetzt nicht wirklich was dagegen tun. Dich werde ich... auch ein bisschen zurückziehen müssen. So, dann du da. Du musst den Elefanten beschützen. Denken wir mal, wir stellen euch so hin. Ah, wir haben dich noch. Das Problem ist, der wird direkt von zwei Artillerien beschützt.
der hier nur von einer. Ich denke, wir bomben die. Oder zumindest den einen. Ne, wir haben hier noch den Jungen hier. Könnten den ganz wegmachen. Okay, minus 7. Feine Sache. Will ich hier rüber? Ne, ich glaube nicht. Wobei. Vielleicht gar nicht so doof. Ich glaube nicht, dass der uns angreifen wird. Hier hinzugehen ist doof, weil wir keine Artillerieunterstützung haben. Wir haben dich noch. Okay, geh du dahin, dann könnt ihr euch gegenseitig ein bisschen beschützen. So, der ist weg. Ich glaube, ich will nicht auf das Flugfeld gehen. Vorerst. Wir machen das mal so. Okay, nächste Runde ist es kein gutes Wetter. Es bleibt schneeig. Ich glaube, es ist irgendwie Februar, wenn ich das richtig gesehen habe. Ja, das mache ich mit dir. Gustav haben wir auch noch. Geh du mal da zurück. Okay, Gustav. Puh. Gute Frage. Der ist, bei dem sind alle suppressed. Greif den an. So, nächste Runde müssten wir den eigentlich dann haben. Dann machen wir noch eine Angriffsrunde auf den da. Du bist halt... Na komm. Machen wir das so. Dann haben wir euch noch. Ich denke, ich werde nicht wirklich viel Sinnvolles machen können. 17%. 17%. Natürlich trifft er. 17% sind eigentlich nicht so viel. Aber er trifft. 7-4. Ich denke, wir lassen ihn angreifen. Wir müssen das nicht unbedingt provozieren. So, Rest, denke ich, bleibt... Ah, damit, da ist der da. Das ist doof, dass der so offen auf dem Feld steht, aber den habe ich relativ früh schon bewegt. Gut. So, Flugzeuge... Ich schicke dich mal. Wo schicke ich dich denn hin? Schick dich mal dahin. Alle anderen haben sich bereits bewegt. Soweit ich das erkennen kann. Das heißt, wir sind durch. Ich denke, die Anti-Air-Guns sollten jetzt eigentlich nicht mehr wirklich was ausrichten können. Von dem her. Ich habe ein bisschen Angst hier oben. Wir kriegen halt keinen Rugged Defense. Wie immer. Oh, ich sollte den in den Pack-Modus setzen. Ich weiß nicht, warum ich den im Flugzeugmodus habe. Das ist natürlich ein bisschen fahrlässig. Ja. Naja. Das Ding ist weg. Okay, viele Panzer hier. Ist auch sehr offenes Terrain.
Ich weiß nicht, wir kriegen nie irgendwie einen Rugged Defense oder Initiativenbonus, wenn er angreift. Komm, nehm alles ein, dann können wir es wieder zurück einnehmen. Das gibt zumindest ein bisschen Prestige. Hier ist alles voll mit Einheiten. Alles. Den haben sie nicht eingenommen bisher. Überraschenderweise, aber im Norden ist nichts passiert. So weit, so gut. Ich denke, wir machen das. Es reicht halt nicht. Komm, weg mit dir. Schnauze voll. Okay, wir haben da eine 18er Conscript-Einheit, die ist nicht so gefährlich. Würde ich sagen... Okay, jetzt müssen wir schauen, dass wir das in der richtigen Reihenfolge machen. Wobei... Ich denke mal... Ja, die Artillerie dürfte eigentlich nichts machen. Okay, gut. So, dann... das sollte eigentlich nichts, ja, sollte eigentlich nichts hinkriegen damit. Denk mal, hier müssen wir dann schauen, wie wir das am besten, na komm, hau du drauf, passt. 5-0. Der ist im Wald. Im Prinzip könnten wir, wenn wir an den Rand kommen würden, was wir nicht tun, natürlich. Okay, du gehst dahin. Ich denke, damit stehen wir hier einigermaßen wieder kompakt. Weitere Anti-Tank-Einheiten. Doch. Okay, warte mal. 5-0. Ja, weil schlechtes Wetter ist. Nächste Runde schneit es sogar. Erstmal die Artillerie wegmachen. So, dann... Einmal auf den hier. Minus 8. Nice. Vielleicht wäre es sinnvoller gewesen, dich noch mit nach oben zu ziehen. Ich weiß nicht, ob die hier wirklich ausreichen, weil die kommen nicht, die können nicht mithalten mit den Panzern. Das ist so ein bisschen das Problem. Du hast auch nicht wirklich einen Move-Punkt. Ich denke, ich gebe dir einfach mal Supplies. Ah, wir sollten ein bisschen mehr Artillerie hier unten haben. Okay. Da haben wir eine Einheit. Ich glaube, hier war auch was drin. Der hat nicht mehr viel. Das passt schon. Rest. Oh nein, ist nicht suppressed. Oh, das war fast eine mittlere Katastrophe. Wobei er greift nicht zurück an. Hat keine Initiative. Okay, dann lief noch mal einigermaßen gut. Der greift auch nicht zurück an. Ich glaube, die Artillerie ist mir fast lieber. Weil wir können die Flugzeuge aus der Range bringen. Sollte das notwendig werden. Okay, dann. So weit, so gut. Greift er zurück an, tut er oder würde er. Das kann man wohl eher sagen.
Minus 3. Okay, das sollte kein Problem sein. Geht nicht raus. Keine Einheit drin. Wow. Bisschen überraschend. Aber gefällt mir. Was haben wir mit euch? Hier auf offenem Feld zu stehen, ist halt auch wieder eher doof. Ich denke, das ist besser, wenn wir das so machen. Wir haben noch sehr viele Flugeinheiten. Ich denke, vielleicht können wir... So wirklich gute Moves sind das nicht. Aber wir bomben mal ein bisschen. Und ich werde sogar für dich... wobei hier hat er... Da hat er wieder nichts haben. Ja, ich denke mal, wir nehmen hier einfach die Flugzeuge weg und dann passt das. 2% Chance. Da sollte ja wirklich nichts passieren. Dankeschön. Sonst hätte ich ein bisschen gezweifelt. Oder wäre verzweifelt geworden. Den können wir nicht bomben, aber wir können dich hier bomben. Hat zu wenig gebracht. Vielleicht, wo ist unser anderer Level-Bomber? Hier. Zwei, 44% Chance, das ist zu viel. Du gehst mal dahin. Schützen euch beide. Na. Nicht in der Range von dem stehen bleiben. Gustav könnte noch was machen, ne? Hm. Warum nicht? Warum auch nicht? Kommst nicht mehr weiter. Gustav muss auf jeden Fall beschützt werden. Dann hätte ich ganz gerne einen noch hier. Einen da. Du kannst hier bleiben. Denke, ich schicke dich zum Aufladen. Du stehst hier eigentlich auch nicht schlecht. Wobei. Sicher, sicher. Und dann gehst du dahin. Ich denke, das sollte einigermaßen sicher sein, oder? Das sollte einigermaßen passen. Ich sehe aktuell keine guten Moves für den Gegner. Ich denke, er wird jetzt hier unten weiter unsere Sachen einnehmen. Danach wird er nach oben pushen. Aber das soll uns eigentlich ja, einigermaßen recht sein. Und ich denke, wir geben den Zug ab. Oh. Habe ich da ein Flugzeug gehört? Ich glaube ja. Wow. Da ist der nächste Siegpunkt weg. Ich glaube, das ist ein Truppentransporter, den er hier hat. Okay, gut. Es schneit. Wir können also nichts mit den Flugzeugen machen. Aber was soll's. Wir machen an dieser Stelle erstmal einen Break. Und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Episode wieder. Dann geht's weiter hier mit dieser Mission. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und auf geht's.